Kritik an Kunde, Just Nero und Alpha Cam, let's go. Video hochgeladen hat, wo es um die nicht ganz so begabten Meinungsblogger ging. Also überwiegend minderjährige Meinungsblogger. Also die Kameraqualität finde ich hier echt nice, ne? Wollte ich einfach auch mal meinen Senf zum Thema beitragen. Aber nicht zu der Thematik, wie sich jüngere Meinungsblogger verhalten, sondern wie sich vor allem überwiegend kleine Meinungsblogger verhalten und sich so versuchen, ihre Audience... Alter, wie geil, der hat einmal ein Kissen. Da steht drauf, Mighty Fire das aufzubauen. Gibt man auf YouTube einfach mal Kritik an KuchenTV ein und filtert nach neu, wird einem schnell klar, was ich meine. Überwiegend Videos von kleineren bzw. jüngeren Meinungsbloggern und Floppy, die sich quasi versuchen, an Reactions durch KuchenTV hochzulutschen. Beispielsweise dieses Video hier vom lieben Reels. Irgendwie habe ich es in letzter Zeit aber auch mit ihm. Auf jeden Fall wird in seinem Video großartig von Kritik an KuchenTV gesprochen. Versteht mich jetzt bitte nicht falsch, ich habe auch Videos über KuchenTV. Frage, haben Streamer einen Nutzen, wenn sich die Videos angeschaut werden? Was? Inwiefern haben die einen Nutzen? Was meinst denn du? Alpha Calvin, Just Nero und Co. Allerdings war es bei mir auch so, dass sie sich durch mein neues Format gewünscht wurden. Schaut man aber bei Reels, naja, da kann man jetzt nicht wirklich viele Videos ohne einen großen Meinungsblogger oder YouTuber erkennen. Tja, und jetzt hat Reels wohl gemerkt, dass man durch Reactions durch Kuchen sehr viel Klicks machen kann. Der hat selber seinen Kanal gemacht. Da aber Reels schon genug von Cloud in seinem Video mit mir als Gastpart rangenommen wurde, Link ist übrigens in der Beschreibung, möchte ich ihn heute nicht weiter groß behandeln. Also, wenn ich nun so eine steile These aufstelle, muss ich sie natürlich auch begründen können. Nun ja, jeder weiß, dass KuchenTV seine Reactions auf KuchenTV Uncut hochlädt. Und dass die Videos dort richtig fett Klicks machen, ist nun auch kein Geheimnis. Selbst ich habe nach einem Kuchen-Reaction richtig viele Abonnenten und Dislikes bekommen. Wenn man aber jetzt mal so aus Spaß nach Kritik an Alpha Kevin sucht, kommen eher spärlich viele Videos. Da Alpha Kevin einfach ein zu kleiner Streamer ist und somit sein In-Cap-Kanal noch kleiner, möchten die Leute natürlich nicht beim kleinen, sondern beim größten Fisch lutschen. Diese ganzen Kritik und vor allem Ansagen-Videos, wie sie damals von Tanzverbot gepusht wurden, gehen mir eigentlich nur noch auf den Sack. Dieser junge jemand hier hat zum Beispiel während seines Videos zu viel am Farbfilter und LSD rumgespielt. Yo, was geht ab, Mann? Ja, aber ich meine, ich kann es verstehen, dass die Leute natürlich KuchenTV nehmen, weil er hat halt in Streams die größte Aufmerksamkeit, jetzt mittlerweile natürlich auch noch mit Just Nero, aber KuchenTV lädt ja auch die Stream-Ausschnitte hoch bei sich. Und natürlich machst du damit halt mehr Reichweite, wenn KuchenTV darauf reactet und das dann hochlädt, ne? Das ist schon ganz klar. Kann ich auch verstehen, dass man sowas macht. Ich meine, die Methode kann man nutzen. Kommt halt drauf an, inwiefern man das auf Krampf macht. Ah. Alter, der Flo, was ist eigentlich mit dir los? Sonst hätte er nicht so eine audiovisuelle Vergewaltigung auf dem Level eines Upper Red Song veröffentlichen können. Ich weiß auch gar nicht, was das Ganze bringen soll, außer... Was ich letztens meinte, einige Leute produzieren nur Content für Streamer, egal ob für KuchenTV, Monte Knossi, egal wen. Ja, das stimmt schon. Einfach um die Reichweite abzupassen. Ist halt so. Ich würde halt sagen, bei mir ist es immer so, ich mache ein Video und ich weiß ganz genau, ich stoße da so oder so immer auf Kritik und auf Gegenwind. Mir ist das eigentlich immer klar. Deswegen, ich mache die Videos zu 0% für Streamer. Ich mache das für die Leute, die einfach sich genüsslich ein Video von mir anschauen wollen. Tja, und nicht auf meine Videos reagieren wollen. Ich finde es zwar auch manchmal spannend, auf Videos zu bei Streamer zu schauen, wie die gerade auf mein Video reagieren, aber mittlerweile habe ich auch nicht mehr so mega krass Lust drauf. Weil, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Ich meine, es wird mittlerweile ein Video als gut oder als schlecht gemessen, ob man der Meinung ist oder nicht der Meinung ist. Und das finde ich halt irgendwie, keine Ahnung, so. Man kann ja trotzdem objektiv das Video bewerten, ob es halt qualitativ und auch inhaltlich gut war oder nicht gut war. Die temporäre Aufmerksamkeit durch Fans eines YouTubers, die einen am Ende eh kommen. Du machst die Videos, damit sich die Leute deine Witze am Anfang geben. Ja, aber ich meine, guck mal, somit produzierst du letztendlich auch mehr Leute auf den Kanal, ne? Und dann kannst du auch sagen, hier, komm mal mit drüber auf Twitch oder guck mal einen Livestream an oder so. Ist ja auch eine geile Sache. So kommen auch mal wieder ein paar neue mit ran, was ich auch geil finde. Komplett den Grund und Boden haten. Okay, zumindest ist das meiste Fall, wenn KuchenTV auf mich reagiert. Ich nehme mich natürlich selbst aus dieser Thematik gar nicht raus. Ich habe diesen Kanal quasi damit gestartet, wie es über Sky Guy, Destroys und Co. zu erstellen. Und diese wurden einfach schon 100.000... Nein, aber was ich halt immer als kritisch sehe, ist, dass viele Leute sich einfach nicht trauen gegen... Oder auch mal bei größeren was zu sagen, die halt immer nur positiv dastehen. Sagen begründet, das endet aber nichts an der Thematik. Ich möchte hier natürlich auch keine kleinen Meinungsblogger schlecht reden. Wenn ihr irgendetwas über KuchenTV sagt oder Kritik üben möchtet, dann macht das natürlich auch. Aber ich möchte nicht zum 7423. Mal hören, dass er einen Giraffenhals hat und kritikunfähig ist. Wie Cloud bereits in seinem Video gesagt hat, machen kleinere Meinungsblogger meistens Simon, einfach alles glaubt, Bruder, ich wünsche dir YouTuber, was. YouTuber sagen, wie dumm er ist und beleidigen ihn, sagen dann, jo, ich hab dich ja voll gefickt. Wie zum Beispiel hier in diesem... Ekel, das hast du jetzt gerade nicht gesagt.
Du ziehst jetzt auch nicht durch. Hä, hey, wir haben es gerade mal 16 nach 9. Video zu sehen. Heute machen wir eine An. Ihh. Füße in dem Video ist wieder nicht. Ganz ehrlich, alles, was durch so einen geistig dünnen Pfiff erreicht wird, ist, dass es auf dieser Plattform noch mehr Schmutz gibt, den sich eh keine Sau anschaut. Der Mikrokosmos von uns kleineren Meinungsbloggern ist halt einfach beschränkt. Viele wollen einfach nur noch schnell groß werden. Aber wenn man selbst keine Reichweite hat, versucht man natürlich, die von anderen zu nutzen. Problem ist dann natürlich, Themen zu finden, die zum Beispiel ein KuchenTV interessant finden würde. Ey, was ist denn das bitte für ein Schwein? Was ist ein Anhauli für ein Schwein? Der setzt seine Katze einfach da hoch. Sie will runter und bricht sich jetzt gleich alle Knochen, weil die jetzt hier runterspringen muss. Um darauf zu reagieren. Dann kommen Kritikvideos über die Person, dessen Reichweite man schnabulieren möchte, natürlich am besten. Nochmal zurück zu Reels. Die hat versucht, das Kissen noch runterzuwerfen, das ist wild. Der Hype Train ist jetzt wieder Stadtlosch. Da hat er nämlich auch ein Tierlisten-Video hochgeladen. Dort hat er eigentlich nur die größten und zurzeit bekannteren kleinen Meinungsblogger drangenommen. Einschließlich meiner Wenigkeit. Was ein Wunder. Und so ziemlich jeder genannte Meinungsblogger und auch andere fanden Reels-Punkte einfach schlecht. Hat sogar Kuchen selbst gesagt. Leider nur Rang C. Weil zu wenig. Ja, was für Rang C? Halt deine Fresse, Digga. Ich pack dich gleich Rang meiner Eier, wenn du weiter so aufmachst. Oder zu den Kritiken. Vor allem auch geile Meinung so. Ja, ich meine, du machst Meinungsblogs über so YouTube-Themen. Manchmal kommen so Ebay-Fails, finde ich nicht so cool. Ja, mach mehr Kuchen-Talks, dann kommst du auch höher so. Hä? Ja, der Flur ist so. Was ist das denn für eine Meinung, Digga? Digga, was ist das für eine. Also, ich meine, hast du dir meinen Kanal vor dem Video überhaupt mal angeguckt? Hä? So, was ist das denn, Digga? Junge, halt dein Maul. Ich habe den ersten Teil davon gesehen und dachte mir so, ja, Digga, komm, lass einfach gut sein. Der rafft deine Videos nicht. Ich glaube, der rafft das Leben einfach nicht. So, du bewertest einen Kanal, der 800 Videos hat mit 3 Sätzen, wo du dich nicht mal inhaltlich mit ihm auseinandersetzt, sondern nur sagst, ja, das eine Format gefällt mir nicht, von dem anderen kommt zu wenig C. So, was ist, keine Ahnung, also, wenn du sowieso... Ja, ist halt auch die Argumentation. Die ist halt ziemlich schwammig, Leute. Deswegen... Nee, Ike, das ist in Muttermal, würde ich sagen. Keine richtige Meinung. Oder so ein Leberfleck. Dann laber doch auch nicht. Also was sind das für Leute, Digga? Dann liegen dir Meinungsblogs nicht. Dann mach was anderes, Digga. Und das alles für ein paar Klicks und 10 Minuten Internet-Fame. Und was das Ergebnis von schlechter Kritik ist, sieht man schnell an meinem Video zu Alpha Kevin. Ich denke, viele Kinder denken auch einfach überhaupt nicht nach, wenn es um die Konsequenzen von solchen Aktionen geht. Ich habe zwar eine Dislike bekommen. Juckt mich das? Nein. Juckt es denjenigen, der so versucht, seinen Durchbruch auf YouTube zu starten? Ich denke schon. Wenn ich schon die Macht von Kuchens Community unterschätzt habe und ich war hier nur auf dem Reaction-Channel und Floppy hat sogar auf den Hauptkanal geschafft, was passiert dann mit dem armen Kevin Günthers aus Neustadt, Realschule Rot-Weiß, Klasse 8b. Kommen wir nochmal kurz zu anderen Streaming-YouTubern und Meinungsbloggern. Sucht man Ansagern Alpha Kevin, bekommt man beispielsweise dieses Schmuckstück hier. Was geht, Leute? Und herzlich willkommen zu einer kleinen Ansage an Alpha Kevin. Ja. Auf jeden Fall, ja. Ah, sie war grüßig. Und ja. Man kann auch erkennen, dass... Also, gut, aber da fehlt noch ein bisschen was. Videos mit dem Titel Ansage an XYZ immer die gleiche schlechte Qualität und Cringe beinhalten. Oh Mann. Die Kritikvideos fallen in der Regel besser in der Qualität aus. Sucht man Ansage an Jasnero, wird es einfach nur noch peinlicher. Desto größer der YouTuber, desto größer der Cringe. Diese Ansage-Videos sind also diese typischen Cringe-Videos, während die Kritik-Videos teilweise sogar fundierte Kritik haben. Diese Ansage-Videos sind also Videos, in denen überwiegend beleidigt oftmals auch gnadenlos übertrieben und die einfach nur Cringe sind, um den größeren YouTuber fertig zu machen. Während Kritik-Videos wenigstens noch Kritik Klang wie, ja gut, ey, wirklich, Vincent, das dachte ich mir gerade auch. Ich kam gerade nicht mehr drauf, was hat ich immer gesagt hat. Ja, gut. Die Frage ist, woran haltet ihr liegen? Die Frage stellt man sich immer, woran haltet ihr liegen? Beinhalten. Allerdings meistens so schlecht, dass Goethe sich bei der lyrischen Meisterleistung mancher im Grabe herumdrehen würde. Und von solchen Videos hier will ich gar nicht erst anfangen. Ansage an alle Streamer also, weil irgendwie muss man ja die 80 Klicks voll machen. Ich hoffe, ich konnte euch aufzeigen, was für geistige Granaten auf der Ebene der kleinen Meinungsblogger so rumlungern. Das Phänomen dieser Videos wird so schnell wohl nicht abflachen, solange es eben diese Werbeplattform der Reaction-Videos gibt. Aber dieses Medium darf auf keinen Fall verschwinden. Da ich auch im Ehe von Leuten wie Dude mit Maske, Alpha Kevin und auch KuchenTV ebenso meine Kritik abhole, um mich auch zu verbessern. Man sollte einfach nur selektiv handeln, wie man diese Bühne gewährt. Euer Unholy. Ja, nee, fand ich in Ordnung, das Video. Ich finde generell auch so die Qualität gerade echt ganz gut. Muss man halt so sagen.